So, weiter geht's mit Resident Evil. Oh, und ich muss endlich nicht mal zocken. Ja, nein. Also, oh, du Armer. Ist das schon ein cooles Spiel, muss ich sagen. Nur das Problem ist, ich mag die Steuerung überhaupt nicht. Aber das habe ich euch schon so oft gesagt. Aber ja, wie gesagt, das mag ja jeder anders, ne? Wie Ego-Shooter oder. Lass mal die Katze raus. Zwei Sachen gleichzeitig, bin ich eine Frau? Jetzt sei ehrlich. Warte, warte, die bleibt in der Tür stehen. Ey, sieh das, mach einen Abflug. Blöde Vieh. Bleibt in der Tür stehen. Ja. Naja. Dummheit, ne? So. Oh, doch nur 1000, ich dachte 2000. So, muss egal, ich mal gucken. Reicht auch. Punkt. Alter, das Inventar ist echt klein, ne? Ja, das ist wirklich mies. So, die tun wir erstmal hier hin. Wow, hat Koffer die, oder hat wie? Oder Bank nicht. Oder wie? Ja, Bank. Dass du das da. Das ging bei Resident Evil 4 zum Beispiel nicht, das geht jetzt erst seit 5. Ja. Dass man hier so einen schönen Dingens hat. So, dass man das zwischen Einsätzen vor allem machen kann. Auch nicht schlecht. Das kann man kaufen. Mal gucken. Itaka. Nee, Itaka. Scharfschützenwehr, naja, das ist nicht gerade spannend. Schutzweste ist nicht unbedingt erforderlich, ne? Nein, bringt vor allem nicht viel. Gibt's mir mal einen Block? Ja. Anstatt dem Mauspad? Der ist weg. Nein, hier. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Okay. So, ich will Karte. Ich will Chipsy, gerade Futter. Du Sack, ich hab so Hunger. Okay. Na, ich esse so, dass man wenigstens noch versteht. Das ist ja schön für dich. Nein. Was haben wir hier überhaupt? Typ 2 Plagas. Ach ja, jetzt wird's lustig. Ich lese einfach mal vor. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich, wurde der ursprüngliche Las Plagas Parasit, Anspielung auf Resident Evil 4 übrigens, in einer abgeschiedenen Gegend Europas entdeckt. Das ist nämlich Resident Evil 4 und zwar ist das in Spanien. Mach doch keinen Spoiler. Normalerweise. Ich spiele ja Resident Evil 5, ne? Ja, deswegen ja. Ist kein Spoiler auf 4. ja. Nach seiner Reifung in einem Wirt übernimmt er dessen Willen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulationen von außen wird. Dies bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit bot großes kommerzielles Potenzial, sodass Las Plagas schon bald großes Interesse erregte. Das Problem bei der Kommerzialisierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt, an dem der Wirt steuerbar wurde. Wird. Das ist auch wieder so ein Ding aus Resident Evil 4, weil ich spoiler jetzt einfach mal, Leon ja auch so ein Plaga in sich hat. Der Zeitraum, der zwischen der Verabreichung von Las Plagas als Ei und dessen Reifung und Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Der Reifungszyklus von Las Plagas ist relativ kurz, aber die potenziellen Kunden wünschten zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche wurden Verbesserungen an Las Plagas vorgenommen. Das Ergebnis waren die Typ 2 Plagas. Das ist das, was wir jetzt hier finden, die halt wirklich fast instant die Kontrolle übernehmen. Diese unterscheiden sich von ihrem Vorgänger dadurch, dass sie im ausgereiften Zustand verabreicht werden und der Wirt fast sofort steuerbar ist, was ich eben gesagt hatte. Typ 2 wird oral, das heißt durch den Mund verabreicht. also dem wird in den Mund eingeführt. Oh, ich lese jetzt einfach nur noch vor. Klappe. Diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass das die meisten nicht so toll finden. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Gehirn und schließlich zum Rückenmark selbst. Deswegen bluten die Typen auch immer. Sobald er das zentrale Nervensystem übernommen hat, kann der Wirt gesteuert werden. Das will ich mal in der Schule verwenden. Oh Mann. Ja, was denn? Du Rauch. Nach einer Labor... Hab ich gesagt? Nein. Ich lese gerade komplett Schwachsinn. In einer Laborumgebung konnten wir die komplette Kontrolle eines Wirts innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Das ist außerhalb eines Labors, geht das auch relativ schnell, haben wir gesehen. Abgesehen von der verkürzten Infektionszeit weist Typ 2 alle Merkmale des ursprünglichen Las Plagas auf. Stimmt nicht. Und ist somit außerordentlich geeignet für die Kommerzialisierung. Das stimmt schon mal nicht, weil nämlich die Plagas aus Resident Evil 4 nämlich gerne mal aus den Köpfen rausgekommen sind und dann hat der Wirt noch weitergelebt. Das ist ja hier in Resident Evil 5 nicht so. Nun steht lediglich das Sammeln von Felddaten aus der Kijuju Auto... Bäh, ist ja Englisch. Kijuju Autonomous Zone aus. Es folgt eine Liste mit 3 Schlüsselexperimenten zur Bewertung von Typ 2. Übrigens, doch, hier gibt es doch welche, die nach dem Plaga rauskommen und weiterleben, weil die sehen wir später. Erstens, Infektion. Verabreichung von Typ 2 Proben an 10 infizierte Testobjekte und Beobachtung der Geschwindigkeit, mit der sich die Infektion ausbreitet. Die 10 Testobjekte müssen ausreichend Typ 2 Proben erhalten, damit messbare Ergebnisse erzielt werden. Man hätte ja auch irgendwann mal vorlesen können, als irgendein Erzähler oder so, ne? Wer?
Ja, hätten einfach mal einen nö. Erzähler reinpacken Wir sind sollen, ja nicht der. bei Dragon Age oder so. Ja, zweitens Kontrolle. Beobachtung des Umfangs, in dem das durch Las Plagas hervorgerufene barbarische Verhalten kontrolliert werden kann. Dies erreicht man dadurch, indem man die Zahl und Art der Angriffe auf die BSRA-Agenten im jeweiligen Gebiet auswertet. Drittens Kampf. Sammeln von Daten zum Verhalten von Typ 2 in Kampfsituationen. Typ 2 wird in Kämpfen gegen im jeweiligen Gebiet angesetzten BSAA-Agenten. Nicht vergessen, wir sind auch BSAA-Agenten. Also was Besonderes wohl. Ja, wir sind toll ausgebildet und alles, ne? Wir sind Und Weiße. wir wissen, was 2 plus 2 ist. Dieses Experiment ist die letzte Stufe bei der Bewertung der Effektivität von Typ 2 Plagas. Juhu. Laber nicht. Ey, Alter, komm mal her Sieht jetzt hier. aus wie eine Mikrowelle. Oh mein Gott. Ehrlich? Nein, sieht es nicht. In Mikrowellen kann man Film reinlegen. Hat Theoretisch. Zünschen bewiesen. Ja. War nur geil, das ist eine schöne Idee. So, ja der Part ist wieder ziemlich mies. Erstens mal, weil hier nämlich ein BSAA-Emblem ist, das ich schon wieder fast vergessen hätte. Und zweitens mal, das hörst du nicht, aber ich hör's noch nicht, aber gleich. Es gibt hier Hunde. Und ich sag das einmal, ich hasse diese Hunde. na, dann bin ich ja froh, dass ich die nicht zocken muss. Die hast du schon gezockt. Die? Ja. Ach Obwohl er jetzt so, so richtig von fetter wo wir Hunger kommen ist. oder wie? Was? Von wo wir kommen oder wie? Ja. Ach so. Die in der Kanalisation und so. Das waren noch die. Ach so, Aber dann es müssen waren wir jetzt ja diese zurückgehen. Art von. Verpisst euch doch mal, ihr blöden Dönen. Wie viel So. gibt's denn da? Die wurden von denen eigentlich das Serum eingeflößt. Das hätte man ja mal zeigen können, ne? Ja, wahrscheinlich auch vorher, weil Hunde fressen ja auch alles. Ja, kann gut sein. So, jetzt müssen auch schon mehr welche gekommen sein. Das Blöde ist, die können unter Ich stell mir den gerade mal so eine Waggons Katze. durchrennen. Ich stell mir gerade so eine Katze vor, die dann so wütend ist. Boah, immer. Wow, wo kommt denn der jetzt her? Willst du mich verarschen, Junge? Kleiner Bastard. Och nee, wenn bei denen der Kopf so aufgeht, sind die sehr, sehr, sehr stark. Stark. Verdammt nur eins. Ja, um euch übrigens gegen sowas besser wehren zu können, könnt ihr auch die Maus mal ganz loslassen und mit beiden Zeigefingern auf A und D einpressen. Das geht im Generellen einfach Ich besser. glaube, solche Spieler haben eine Vereinbarung mit Tastatur, die Firmen, weil Könnte man meinen. ja, oft drauf gehämmert werden muss, bis sie kaputt geht. Jetzt haben wir ein Problem. Alter, ne? Ganz im Ernst, bleib doch einfach mal liegen, ey. Leer. Alter, ich krieg ja gleich die Rappler, ne? Ja, Scheber tritt erstmal schön drüber. Super Idee, Scheber. So, jetzt reicht's mir endgültig hier. Ohne Witz, ne? Alter, geh mir nicht so auf den Keks. Mann, 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 Mann. Whatever. Nicht so aufregen, mein Blutdruck. Dein Blutdruck, der ist nicht mehr messbar. Ja, so, nee, der ist schon noch messbar. Letzten Freund aus der Klasse hat einen Blutdruck gemessen, ja, und da hat mal einen, den konnten wir den Blutdruck irgendwie nicht messen, ne? Die Lehrerin konnte das zwar Wow, eben Sprung, Junge! Die Lehrerin konnte das zwar professionell, aber irgendwie war der Blutdruck nicht da. Keine Ahnung, konnte man nicht messen. Ich dachte so, der wird tot. Ja, du bist tot, du weißt es nur noch nicht. Ja. Mein Gott, ey, man kann die hier auch auslassen, aber ich kill die einfach lieber, weil ich die halt lieber gerne kille. So, hier ist übrigens eine Stelle, um schön den Erfolg werde das Messer zu werden, weil Schäfer manchmal nicht mit hochkommt. Oh, Zombie. Nein, es wäre jetzt so cool gewesen, wenn ich das mal überleben würde. Oh, leck mich doch, sag ey. Bei dir ab, ey. Alter, ne? Wieso bin ich eigentlich heute so schlecht? Weiß nicht. Es geht gar nicht gerade. Ja, ich weiß, dass hier noch Items rumliegen. Ich habe die nicht übersehen. Okay, wenn wir so weitermachen, vergessen wir die Hälfte. Und zwar folgendes. Erstens mal das hier. Zweitens mal, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da?
BSA-Symptom? Das muss jemand mal für den Nerv. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das gefunden haben, weil. Wie hast du das immer gefunden? Muss ja auch bemerkt YouTube? Haben. YouTube? Ach, YouTube? Ja. Nee, es gibt welche, die sind noch 10-mal schwerer versteckt und ich weiß echt nicht, wie man sowas finden soll. Das ist ein bisschen übertrieben. Ha. Also, das sieht man ja nicht gleich am Anfang, ja, wenn man da hingeht. Eben. Du musst aufpassen, hier sind überall Sprengfallen, das ist nicht lustig. Oh, ich hasse dieses Gewehr, dass der erst immer zwischen den Schüssen nachladen muss. Das ist so nervig. So, hier nochmal nachladen, weil der Part, der ist jetzt so, wie es bei mir jetzt nämlich in die Mine rein. Das Problem ist für mich nicht, dass das jetzt gruselig ist oder so, sondern das Problem ist für mich einfach, dass ich die Steuerung umstellen muss. Und das ist echt nicht lustig. So, da hinten liegen noch 400 Newen. Glaube ich zumindest, dass es 400 sind. Oh, ey, ne? Ja, 400, sag ich doch. Bitte sehr, Shepard. Bin immer gespannt, ob wir hier im LP jetzt wirklich den Erfolg vertrauenswürdig kriegen. Ja, was? Ein Fahrstuhl. Nee.